Батами от Коношенко вкрыли тайный фольк для офензива Индия Луганска Обескан. Übernommen wurde die Stadt Kriminaya. Установлен контроль над населенными пунктами. Красный Лиман, Торская, Kriminaya. Am 7. März setzten Russlands Streitkräfte ihre Offensive fort. Übernommen wurde, Moment mal, schon wieder Kriminaya? Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты. Смоленинова, Воеводовка, Kriminaya, Кудряшовка. Взяла под контроль населенные пункты. Барсонина, Kriminaya. Продвинулись вперед на 5 километров и ведут бой с националистами на окраине населенного пункта Kriminaya. Blockierte die südliche Grenze des Zentrums des Kriminal. Man kann ausatmen. Kriminal ist eigentlich eingenommen. Aber Moment, am 17. April vernichtete die russische Armee 40 Regionen mit Sitzstellen ukrainischer Wehrtechnik und личного состава населённых пунктов Kriminal. Und schließlich am 21. April die Stadt ist eingenommen. Подразделения российских вооружённых сил народной милиции Луганской республики взяли под полный контроль населённый пункт Kriminal. Lagebericht des Angriffsministeriums der Russischen Föderation. Im Augenblick läuft der Krieg in Spezialoperation streng nach Plan. Unsere entschlossenen Bodentruppen führen die ihnen zugewiesenen Kampfeinsätze mit großen Erfolgen durch. Vom heutigen Tag an trägt unsere Armee den Ehrentitel Osvoboditelne russisches Kontingent, abgekürzt ORK. So wurden unsere entschlossenen und ehrenhaften ORKs im Stadtgebiet Kriminaya beigesetzt. Beigesetzt im wörtlichen und übertragenen Sinne des Wortes. Und nach bestätigten Informationen haben sie bereits Kriminaya bis zu 9 Mal erfolgreich eingenommen. Denn einmal ist bekanntlich nicht genug, also momentan nur 9 Mal, aber es werden noch 10, 11 und 13 erfolgreiche Male werden. Des Weiteren erhielt die tapfere Kadyrow-Einheit im weit entlegenen ukrainischen Hinterland als Ergebnis einer erfolgreichen Anti-Ampel- und Gebüsch-Operation 842 Likes und 3.500 Aufrufe bei TikTok. Nichtsdestotrotz, der Feind bleibt weiterhin aggressiv. Ukrainische Bakteriologen verschicken weiterhin infizierte Vögel in das Gebiet der Russischen Föderation. Unsere undurchlässige Luftverteidigung schoss bereits 8 Luftnestsysteme ab und 2 Kormorane. Diejenigen, die sie abgeschossen haben, erhielten gewissermaßen den Titel Held Russlands. Uns gelang es herauszufinden, dass auf dem Territorium der Ukraine außer biologische Waffen ebenso auch mathematische, geografische, körperliche ertüchtigende und religiöse Waffen existieren. Diese werden von extra geschultem Personal angewandt, mit der absolut merkwürdigen Bezeichnung Pädagoge. Ebenfalls fliegen ukrainische, speziell ausgebildete Maulwürfe die Erde auf, in der unsere geländegängigen Panzer stecken bleiben. Ebenfalls gibt es Geheimnisberichte darüber, dass bereits eine Gruppe solcher Maulwürfe dabei ist, einen Tunnel in 10 Meter Tiefe von Kiew bis zum Kreml zu graben. Darüber hinaus meldet der Geheimdienst zusätzlich, dass die Ukraine gegen uns ausländische Zigeunersöldner angeheuert haben. Gestern hat ein motorisiertes Zigeuner-Traktorbataillon im Schutze der Nacht betrügerisch 4 unserer Panzer über alle Berge wegzigeunert. Eine Untersuchung zu diesem Vorfall wurde eingeleitet. Ebenso ist bekannt geworden, dass eine Nazi-Zigeunerin dem Major Kurakin im Zustand einer Hypnose aus der Hand die Zukunft herauslesen wollte. Allerdings scheiterte dieser Versuch, weil seine Hand wie seit 3 Tagen nicht mehr da ist. In der vorigen Woche wurde einer unserer Drohnen mit einem Gurkenglas abgeschossen. Der Abschuss erfolgte von einer ukrainischen Narzisstin von einem Bandera-Balkon aus. Aus diesem Grund entwickelten bereits unsere iranischen Drohnenwissenschaftler einen Anti-Gurken-Schutzschild. Dieser Schutzschild ist ebenso wirkungsvoll gegen Tomaten, Möhren, Zucchini und Eintöpfe. Kehre zurück zum Krieg Spezialoperation. Unsere Soldaten sind mit allem Notwendigen voll ausgestattet. Im Falle einer Gefangenschaft wurde ihnen sogar ebenso in einer der 2 Laserstiefel eine Giftnadel eingenäht. Die ukrainische Propaganda meldet, dass bei unseren Piloten die Fallschirme äußerst schlecht gepackt werden. Das ist ein Fake. In ihren Rucksäcken gibt es keine Fallschirme. Ebenso möchte ich die andere Behauptung darüber entlarven, dass die Ukraine bisher bis zu 5000 unserer Panzer und andere Fahrzeuge zerstört hätte. Das ist ein Fake. Die meiste zerstörte Technik wurde bereits zerstört in die Ukraine angeliefert und der Rest ist beim unglücklichen Rauchen durch Kontakt mit Munition zerstört worden. Ich möchte auch betonen, dass wir erfolgreich gegen die Defizite der Sanktionen kämpfen, die unserem Land auferlegt wurden. Unsere Regierung hat bereits Teile des Salzes zum Zucker umbenannt. Als letztes möchte ich alle der vielen russischen Witwen beruhigen. Verluste gibt es nicht. Die eintreffenden Männer sehen nur zufällig aus wie eure Ehegatten. An dieser Stelle bitten wir alle darum, das Video auf allen verfügbaren Plattformen weiter zu verbreiten. Allen voran auf euren Spielplätzen, Höfen und Stadtzentren.